Das ist die Nighthawk Show. Da rockt euer Radio mit dem Sound des Soul. Ein Radiosender in einer Zeit des politischen Umbruchs. Das hier war immer ein Sender für die Schwarzen. Wir dürfen nicht das Establishment werden, sonst wenden sich unsere Hörer gegen uns. Ein Mann, der etwas beweisen wollte. Trauen Sie sich zu, das Ruder rumzureißen? Ja, Sir, ich denke schon. Fand das, was er suchte, dort, wo er es am wenigsten vermutet hatte. Wisst ihr, ich hatte schon immer eine besondere Begabung, die Leute auf mich sauer zu machen. M.I.A. Meister im Anpinkeln. Ich mach noch meinen Magister im M.I.A. Hey, das ist der Nigger, von dem ich dir geschrieben habe. Dein Bruder hat gesagt, ihr braucht einen neuen DJ in eurem Radiosender. Hey, ich bin euer Mann. Du sitzt im Knast. Das ist ein kleines Hindernis. Kann ich was für Sie tun? Sagen Sie Ihrem Boss, P.D. Green ist gerade erschienen. Was in drei Teufelsnamen ist hier los? Du hast mir einen Job versprochen, sobald ich aus dem Knast bin. Oh mein Gott, ein Sträfling. Ex-Sträfling. Macht auf, verdammt! P.D. Green ist wieder erschienen. Und jetzt? Ich bin ein ehemaliger Alkoholiker und jetzt seit 5 Stunden trocken. Oh nein. Unter meinen besten Freunden gibt's Zuhälter und Huren. Machen Sie die Tür auf, Sie stecken in Schwierigkeiten! Werden 2 Männer alle Regeln brechen. Ich habe versucht, die Polizei anzurufen, aber die Leitungen sind überlastet. Alles Anrufe von Zuhörern? Sie werden eine Stadt in ihren Bann ziehen. Guten Abend, Washington. Meinem heutigen Gast würde ich nicht mal meinen Wagen zum Waschen anvertrauen, aber ihr habt ihn zu eurem Stadtrat gewählt. Und eine ganze Nation schockieren. P.D. Green geht ins Weiße Haus und klaut silberne Löffel. Jetzt mal ernsthaft, das ergibt doch keinen Sinn. So verrückt bin ich nicht. Erleben Sie... Du bist in der Tonight Show! ...die außergewöhnliche Geschichte einer skandalösen Stimme. Er will aber nicht hier sein. Haben Sie ihn gesehen? P.D., wo bist du gewesen? Ich bin, wie ich bin, Dewey. Sie haben mich vielleicht gerade meine Sendelizenz gekostet. Die ganze Welt hätte dir gehören können. Das bin ich nicht. Das ist ein schwarzer Tag für Amerika. Ich weiß, dass ihr leidet, aber ich möchte, dass ihr alle einen Blick aus dem Fenster werft. Das ist eure Stadt. Du sagst Dinge, die ich mich nicht traue zu sagen. Und ich tue Dinge, vor denen du Angst hast. Ein toller Spruch für eine Grußkarte. Der für den Oscar nominierte Don Cheadle. Der Inside-Man Chiwetel Ejiofor. Cedric the Entertainer. Taraji P. Henson. Und Martin Sheen. Bist du bereit, die Welt aus den Angeln zu heben, Radiomann? Talk to me. Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende. So rede ich nicht. Gehen wir Golf spielen? Doch, genau so redest du. Und du läufst so, als hättest du einen Stock in deinem...